Hallo und schön, dass du bei unserem neuen Video dabei bist. In unserem neuen Video wirst du 4 weitere Tipps kennenlernen, die du bei einer Rückeroberung zwingend kennen musst, sodass sich dein oder deine Ex nicht noch weiter von dir distanziert. Schaue dir also dieses Video bitte bis zum Ende an und mache direkt danach unseren kostenlosen Ex-Zurücktest. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Woran merke ich, dass er zurück will? 4 klare Anzeichen. Tipp 1. Woran merke ich, dass er zurück will? Er hält immer noch Kontakt. Viele Frauen, die noch Kontakt mit ihrem Ex haben, stellen sich die Frage, woran merke ich, dass er zurück will? Wenn er ständig anruft oder sich per WhatsApp, SMS oder E-Mail meldet, bist du ihm nicht egal. Er hat immer noch Interesse an dir und möchte wissen, wie es dir geht. Auch wenn er sich für dein Liebesleben interessiert, kannst du dir sicher sein, dass er noch Gefühle für dich hat. Durch regelmäßige Gespräche am Telefon oder Nachrichten per WhatsApp möchte er dich weiterhin an seinem Leben teilhaben lassen. Wenn es zwischen Ex-Partnern immer noch viel Redebedarf gibt und die Gespräche locker und ohne Streit verlaufen, ist das eine gute Basis für einen Neuanfang. Vielleicht geht es dir ja genauso und du hast immer das Bedürfnis, ihm nach der Arbeit oder bereits am Morgen einen lieben Gruß per SMS zu schicken? Dann kannst du vielleicht nachvollziehen, wie es ihm dabei geht. Vielleicht tat die Trennung beiden Parteien ganz gut, um wieder zueinander zu finden. Viele Männer stellen sich ebenfalls die Frage, woran merke ich, dass sie zurück will? Frauen reagieren sehr ähnlich. Auch sie versuchen bei Interesse immer noch Kontakt zu halten. Sie können nicht loslassen, wenn sie noch Gefühle für einen Mann haben. Solltest du wieder das Bedürfnis haben, eine feste Beziehung mit ihm zu versuchen, sollte es ihm auf Dauer auch klar mitgeteilt werden. Passe hierfür den richtigen Moment ab. Tipp 2. Woran merke ich, dass er zurück will? Er will viel Zeit mit dir verbringen. Er ruft nicht nur an, sondern er steht plötzlich vor der Tür oder möchte mit dir ein Restaurant oder Konzert besuchen. Dann hat er mit Sicherheit noch Gefühle für dich. Nur selten versucht ein Partner, einen rein freundschaftlichen Kontakt nach einer Trennung zu halten. Männer, die kein Interesse mehr an einer Frau haben, verhalten sich anders. Wenn er dich nicht loslassen kann und viel Zeit mit dir verbringen möchte, hat er mit der Trennung nicht ganz abgeschlossen. Es gibt also noch Hoffnung, dass ihr wieder zusammenfindet, wenn du das möchtest. In diesem Fall wird er sich auch fragen, woran merke ich, dass sie zurück will? Wenn du ihn noch magst und ebenfalls gerne Zeit mit ihm verbringst, solltest du ihn ebenfalls ab und zu zum Kaffee oder Wein einladen. Viele Männer sind ihren Partnerinnen gegenüber loyal. Sie möchten auch nach der Trennung immer noch Teil ihres Lebens sein. Schaut ihr euch bei eurem Treffen sehnsüchtig in die Augen, lacht ihr viel, dann ist eure Beziehung nicht ganz verloren. Schaue ihm beim nächsten Mal absichtlich tief in die Augen. Blicke lügen nie. Sie verraten häufig viel über die Gefühle, die wir uns oft nicht trauen auszusprechen. Achte darauf, wie er dich ansieht. Du wirst in seinem Blick erkennen können, ob er dich immer noch liebt und zurück will. Wenn du ihn dir ebenfalls zurückwünschst, solltest du ihn vorsichtig auf das Thema Beziehung lenken. Tipp 3. Woran merke ich, dass er zurück will? Er fragt ständig nach dir. Du bekommst von Freunden ständig das Feedback, dass dein Ex nach dir gefragt hat. Oder er meldet sich bei deiner Familie, um herauszufinden, wie es dir geht. Dann hat er immer noch großes Interesse an dir. Vielleicht traut er sich nicht, dich auch direkt zu fragen, weil ihr im Streit auseinandergegangen seid. Er scheint sich durch das Nachfragen aber Sorgen zu machen, ob es dir gut geht. Vielleicht stellt er sich auch die Frage, woran merke ich, dass sie zurück will? In diesem Fall solltest du einen Schritt auf ihn zugehen. Wenn du noch Interesse an einer Beziehung hast, solltest du ihn anrufen oder anschreiben. Frage ihn, wie es ihm geht. Du zeigst ihm dadurch, dass er dir auch nicht egal ist. Auch wenn Freunde immer wie eine Art Puffer zwischen einem Ex-Paar eingesetzt werden, können sie den Neustart einer Beziehung nicht wirklich vorantreiben. Diesen Schritt müsst ihr beide alleine schaffen. Haben dir deine Freunde gesagt, dass er traurig wirkte oder er darum gebeten hat, dich zu einer geplanten Geburtstagsfeier einzuladen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er dich vermisst. Wahrscheinlich stellt er sich dann auch die Frage, woran merke ich, dass sie zurück will? Wenn du ihn zurück möchtest, kannst du deine Freunde ebenfalls nutzen, um ihm liebe Grüße auszurichten oder sie über ihn auszufragen. Gute Freunde können sehr nützlich sein, zwischen euch zu vermitteln. Tipp 4. Woran merke ich, dass er zurück will? Er ist immer noch Single. Du stellst dir die Frage, woran merke ich, dass er zurück will? Dann hast du mit Sicherheit selber noch nicht ganz mit eurer Trennung abgeschlossen. Er ist noch Single und du hast dich auch noch nicht nach einem anderen Partner umgesehen? Vielleicht stellt er sich die gleiche Frage, woran merke ich, dass sie zurück will? Viele Männer sind nach einer Trennung sehr unsicher. Sie möchten nicht aufdringlich oder kontrollierend wirken, aber auch die Frau ihrer Träume nicht ganz loslassen. Es kann sogar passieren, dass er nach eurer Trennung abstürzt. Er geht viel feiern, flirtet oder hat ständig neue Bekanntschaften. Natürlich kann es sein, dass ihm das Single-Leben gefällt. In den meisten Fällen steckt aber noch viel mehr dahinter. Unbewusst wird er dich immer mit den anderen Frauen vergleichen und keine kann dir das Wasser reichen.
Ein plötzlicher Lebenswandel hat immer einen Auslöser und geschieht nur selten grundlos. Die meisten Männer können ihren Liebeskummer nicht anders überwinden, als blindlings zu flirten oder übermäßig viel zu trinken. Auf Dauer wird ihn das aber nicht weiterbringen. Wenn er dich noch liebt, wird er sich die Frage stellen, woran merke ich, dass sie zurück will? Solltest du ernsthaftes Interesse an einer Weiterführung der Beziehung haben, solltest du das Gespräch mit ihm suchen. Mache ihm keine Vorwürfe, wenn er sich gehen gelassen hat, sondern sage ihm, dass du dir Sorgen um ihn machst. Dadurch zeigst du ihm, dass du noch Gefühle für ihn hast. Ob aus euch noch ein Paar wird, hängt davon ab, wie stark eure Gefühle sind und ob einer den ersten Schritt wagt. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unseren kostenlosen Ex-Zurück-Test, dessen Link du unterhalb dieses Videos findest. Nach diesem Test können wir dir individuelle Strategien und Techniken an die Hand geben und deinen Erfolg auf eine Rückeroberung mehr als verdoppeln.